Diese Lieferung ist spät dran. Eigentlich kommt die frische Ware ganz früh morgens, wenn die Läden in den Markthallen noch nicht geöffnet sind. Jetzt sind schon die ersten Kunden unterwegs, auf der Suche nach allem, was die vietnamesische Küche bietet. Unglaublich viel Gemüse und exotische Früchte. Es riecht köstlich nach Koriander und Knoblauch, Bananenblättern und Sesamkugeln. Und es gibt kaum etwas, was es hier nicht gibt. Nguyen Van Minh kam Mitte der 90er aus Vietnam nach Berlin, hat Informatik studiert, abgebrochen. Nun importiert er Lebensmittel. Die Geschäfte laufen gut, vor allem vietnamesische Restaurants und Einzelhändler kaufen bei uns ein, aber zunehmend auch Privatkunden. Das Dong Xuan Center im Berliner Stadtteil Lichtenberg. Dong Xuan, das heißt so viel wie blühende Wiesen. Wo heute vietnamesische Autohändler und Fluggesellschaften werben, stand vor über 100 Jahren ein großes Siemenswerk. Zu DDR-Zeiten dann der volkseigene Betrieb Elektrokohle, bei dem auch viele Vietnamesen arbeiteten. Mit der Wende kam das aus. Als 2005 der Markt entstand, machten sich einige selbstständig mit Kleidung, Lebensmitteln, Drogeriewaren. Tu Hoai Dang ist die Assistentin des Investors und Marktbetreibers. Jeder kennt sie, denn sie hört sich die Probleme der Händler an und sie kassiert die Mieten. Ja, von ca. 350 bis 400 Meter hier. Und Sie könnten noch mehr vermieten? Ja, also die Warteliste ist noch sehr lang oder sehr lang. Aber wir können leider zurzeit nicht weiter vermieten, weil wir haben es voll belegt ja zurzeit. In Halle 8 wird gestylt. Die Schnitte ziemlich scharf. Auch Deutsche sind unter den Stammkunden. Der Cheffriseur kann alles. Aber vietnamesische Haare sind schwieriger zu schneiden. Sie machen mehr Arbeit, sagt er, weil sie dicker und fester sind. Dabei hängt es wohl auch vom Kundenwunsch ab, wie viel Arbeit ein Kopf macht. Auch draußen gibt es noch viel zu tun. Es wird weiter ausgebaut, neue Hallen, ein vietnamesisches Kulturzentrum und ein Hotel sind geplant. Ein kleines Asiatown mitten in Berlin.